Leute, willkommen bei meinem neuen Video. Im heutigen Video werden wir über die neu beschlossene Gasumlage die Verbraucher ab Oktober bezahlen müssen, um die Pleiten der Gasimporteure zu verhindern. Während viele Bürger schon jetzt nicht mehr wissen, wie sie ihre Energiekosten bezahlen sollen, scheint es ganz so, als würde der Staat von der neuen Gasumlage auch noch profitieren. Wir haben dazu ein paar Rechenbeispiele zusammengestellt, um zu verdeutlichen, welche Kosten tatsächlich auf die Menschen zukommen. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn ihr erfahren wollt, welche Kostenhammer mit der beschlossenen Gasumlage auf uns zukommt. Unsere Anlage wurde offiziell beschlossen, um wegen den stark gestiegenen Gaspreisen den Zusammenbruch der Importeure zu verhindern. Allerdings werden im Gegenzug dadurch die Kosten für Verbraucher noch höher. Unternehmen, die also im Zuge der Gasdrosselung Ersatzgas beschaffen müssten, können die Zusatzkosten bald weitergeben, der im Fachjargon auch sanierter Preisanpassungsmechanismus genannt soll. Nun helfen Lieferketten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und Insolvenzen von Gashändlern und Dominoeffekte für die Energiewirtschaft zu verhindern. T-Online.de hat folgendes gesagt. Am 1. Oktober 2022 tritt die Gasanlage in Kraft. Berichten zufolge werden die ersten Zahlungen aber nicht gleich im Oktober fällig, sondern etwas später. Ja, der Grund ist, es könnte dauern, bis die Kosten vom Anfang der Lieferketten, also den Importeuren, bei den Haushalten ankommen. Ja, die Umlage gilt voraussichtlich für 1,5 Jahre, also bis Ende März 2024. Ja, wie hoch die Gasanlage endlich wird, ist aktuell noch gar nicht klar. In der Politik ist die Rede von 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde. Ja, so viel muss man halt pro Kilowattstunde durch diese Anlage blechen. Das Unternehmensrating habe, welches Gasnetzbetreiber vergangenen Jahr zur gemeinsamen Organisation der deutschen Gasversorgung gegründet hatten, sammelt aktuell noch Informationen über den Bedarf der Gaskonzerne. Ein Zehntel der Mehrkosten sollen die Konzerne dann selbst tragen. Ja, der Restbetrag soll auf die Kilowattstunde runtergerechnet werden, sodass jeder Gaskunde entsprechend seines Gasverbrauchs es anteilig die Gasanlage mittragen muss. Den genauen Betrag will das Unternehmen am 5. August bekannt geben. Doch was bedeutet das jetzt konkret? Ja, wir schauen uns mal zwei Beispiele genau an und gehen davon aus, dass die Gasanlage 5 Cent je Kilowattstunde beträgt. Je nachdem, ob man Bestands- oder Neukunde ist, zahlt man aktuell etwa zwischen 6 und bei Neuverträgen sogar durchschnittlich 26 Cent pro Kilowattstunde. Ja, doch da sich auch Bestandskunden auf deutlich höhere Preise einstellen müssen, gehen wir in den folgenden Beispiel bei einem Preis von 26 Cent je Kilowattstunde zuzüglich 15 Gas, Cent pro Gas für die Gasumlage. Ja, und Beispiel 1, eine Person lebt in einer 60 Quadratmeter Wohnung mit Gasheizung. Ist diese 60 Quadratmeter Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, liegt der durchschnittliche jährliche Gasverbrauch laut dem Beratungsunternehmen CO2 Online bei 137 Kilowattstunden pro Quadratmeter. 880 Euro pro Monat zahlt man also mit der zusätzlichen Gaskonzernrettung 215 Euro pro Monat und damit pro Jahr 400 Euro mehr. Beispiel 2. Eine Familie lebt in einem mit Gas beheizt im Haus mit 150 Quadratmeter, bei dem der durchschnittliche Gasverbrauch bei etwa 152 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr beträgt. Hat die Familie nun einen neuen Gasvertrag über 26 Cent abgeschlossen, muss diese bereits unglaubliche 400 Euro pro Monat mehr bezahlen. Ja, wie unfair, aber oder dazu kommt, mit der neuen Gasumlage von 5 Cent kommen jährlich noch einmal extra Kosten von über 1100 Euro dazu. Die Online hat dazu folgendes gesagt. Dabei haben die Gaspreise im Juli bereits einen neuen Rekord erreicht. Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahlt im Schnitt 3.415 Euro im Jahr. Für Gas im Juni kostet die gleiche Menge noch 2.752 Euro. Im Vorjahr sogar nur 1000 Euro weniger gekostet. Ja, wenn jetzt noch eine Umlage von 15 Euro, also Kurs-Case-Szenario hinzukäme, würden 4.605 Euro fällig. Das entspräche einer Preissteigerung um 254% im Vergleich zum Juli 2021. In der tatsächlichen Höhe der neuen Gasumlage sind noch einige andere Fragen offen. Zum Beispiel, welche Bedeutung die Umlage für Kunden, die mit Fernwärme heizen, hat. Denn diese werden oftmals mit Erdgas betrieben. Auch stellt sich die Frage, wie die einzelnen Unternehmen mit nochmal steigenden Energiepreisen umgehen werden. Denn wenn die
Mehrkosten über die Konsumgüter auf die Kunden abgewälzt werden, würden Verbraucher mit der Gasanlage sogar zweimal belastet werden. Angesichts der immer weiter steigenden Kosten wird auch diskutiert, ob die Mehrwertsteuer bei der Gasumlage entfallen. Sollte denn wird hier auf die Gasanlage auch noch Mehrwertsteuer erhoben, könnte sie tatsächlich noch höher ausfallen. Ja, das berichtet zum Beispiel die Welt. Unter Berufung auf Beschlüsse einer Sondersitzung des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie auf online.de hat dazu Folgendes gesagt. Habeck hat Finanzminister Christian Lindner angefordert, nach Wegen zu suchen, die Umlage von der Mehrwertsteuer auszunehmen. Lindner betonte, er wollte die Umlage nicht besteuern, sei aber an Europarecht gebunden. Aus Kreisen des Finanzministeriums hieß es, das Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium habe die Umlage so ausgeschaltet, dass nach europäischem Recht eigentlich Mehrwertsteuer anfallen müssen. Zitat Ende. Ja, das bedeutet nichts anderes, als dass die Zeche wieder einmal von den Bürgern des Landes bezahlt werden muss. Und der Staat ohne Streichung der Mehrwertsteuer sogar noch von dem Gas im Umlage profitiert. All das, obwohl schon jetzt für viele Menschen und auch Unternehmen die gestiegenen Energiepreise unbezahlbar sind. In Folge schlagen ja die Sozialverbände bereits Alarm, denn die Gaspreise werden noch deutlich weiter steigen. Mehrkosten her von mehreren hundert Euro für Gas stürzen ärmere Privathaushalte in den Ruin, warnt Verena Bentele, Chefin des Sozialverbands WDK. Auch rheinland-pfalz.de hat dazu Folgendes gesagt. Die Umlage darf keine Basis für weitere Steuereinnahmen sein. Deshalb wird gerade geprüft, ob die Mehrwertsteuer auf die Umlage entfallen, sagte energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Michael Kruse am Mittwoch nach einer Sondersitzung des Energie- und Klimaausschusses des Bundestages. Sollte dies technisch nicht möglich sein, ist für mich klar, dass die staatlichen Mehreinnahmen zusammen mit weiteren Entlastungen an die Verbraucher zurückgegeben werden müssen. Schon jetzt drohen die aktuellen Gaspreise und die neu beschlossenen Gasumlage zu einer massiven sozialen und auch politischen Spaltpilz zu werden. Ja, um dies schon jetzt ein wenig abzumildern, werden bereits neue Entlastungen angekündigt. Wie die Energiepreise, Pauschale 100 Euro, Kinderbonus, die Wohngeldreform oder ein Schutzschirm für Unternehmen, die wegen der hohen Energiepreise in Schwierigkeiten geraten sind. Man verstrickt sich hier wieder unzähligen sozialistischen Maßnahmen. Halbgaren Reformen und Entlastungen. Doch ob hiermit die tatsächlichen Probleme gelöst werden und wie in unserem genannten Beispiel höhere Gaskosten von 250% ausgeglichen werden können, davon berechtigterweise bezweifeln. Ja, was denkt ihr? Wie weit wird der Gaspreis noch ansteigen? Schreibt mir doch unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Ja, schreibt unten drunter was, liked ihn und ja Leute, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Hab einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.